Die Entscheidung ist gefallen. Drei Kandidaten werden am 17. Dezember zum entscheidenden Wahlgang um das Amt des Oberbürgermeisters antreten. Nach Tim Lochner und Ralf Thiele hat jetzt auch Katrin Dollinger-Knuth ihre Kandidatur bekannt gegeben. Also ich denke, der Bürger, der Wähler, der braucht Klarheit. Es sind jetzt bloß knapp 3 Wochen bis zum zweiten Wahlgang. Die Stimmzettel, die müssen ja wieder neu gedruckt werden, ne? Die Briefwahlfristen laufen. So, und von daher war uns klar, wir müssen sehr schnell in Gespräche gehen, müssen gucken, zu welchem Ergebnis wir kommen. Heute findet das nächste Podium statt. Auch da muss ja klar sein, wer tritt für welche Position an, wer vertritt welche Themen. So, und von daher war für uns wichtig, dass wir schnell zu einem Ergebnis kommen. Die CDU-Kandidatin Katrin Dollinger-Knuth wird unterstützt von der SPD und den Grünen. Deren Kandidat aus dem ersten Wahlgang, Ralf Wetzig, tritt am 17. Dezember nicht mehr an. Es geht ums Miteinander. Wir wollen einfach gerne in dieser Stadt ein neues Miteinander, eine neue Form der Kommunikation, der Bürgerbeteiligung schaffen. Und das kann Frau Dollinger-Knuth, das hat sie uns sehr glaubwürdig klargemacht. Wir wollen eben nicht Netzwerkarbeit, wir wollen nicht Hinterzimmerpolitik, sondern wir wollen gerne, dass die Menschen mitgenommen werden. André Liebscher wird ebenfalls auf eine Kandidatur im zweiten Wahlgang verzichten. Der parteilose Einzelbewerber ruft seine Wählerinnen und Wähler auf, jetzt die CDU-Kandidatin zu unterstützen. Wir wählen einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin in unserer Stadt. Und es ist wichtig, dass wir das mehr auf die Person beziehen, anstatt auf die Partei. Und das war mein Ansatz, Oberbürgermeister zu werden, um halt parteiungebundene Politik zu machen. Das sehe ich bei der Frau Dollinger-Knuth ebenso, obwohl sie halt in der CDU ist. Aber sie ist nun mal CDU-Mitglied, aber sie arbeitet im Stadtrat schon seit Jahren mit allen parteigebundenen Stadträten und auch mit den fraktionslosen Stadträten zusammen. Und das war halt für mich das Anliegen zu sagen, diese Frau werde ich unterstützen. Katrin Dollinger-Knuth sieht sich durch die breite Unterstützung gut für den finalen Oberbürgermeisterwahlkampf gewappnet. Alle drei Kandidaten zusammen schafften es im ersten Wahlgang auf rund 44% der Wählerstimmen. Unser Ziel wird sein, unsere eigenen Wähler nochmal zu mobilisieren. Sicherlich wäre es auch schön gewesen, wenn wir eine höhere Bürgerbeteiligung oder Wählerbeteiligung gehabt hätten im ersten Wahlgang. Also da setzen wir jetzt auch nochmal an, dass wirklich am 3. Advent, das ist ja ein Zeitpunkt, der auch familiär möglicherweise weihnachtlich genutzt wird, also dass alle nochmal gehen und dass wir mit unseren Wählern nochmal in Kontakt kommen. Und genauso wird es bei den anderen beiden Partnern auch sein. Wir werden jetzt gucken, dass wir auch gemeinsam Termine möglicherweise wahrnehmen, um immer wieder auch zu sagen, wo stehen wir jetzt zusammen. In der Vergangenheit hat das gut geklappt, auch im Stadtrat schon, dass wir immer wieder versucht haben, gemeinsam kommunalpolitische Ziele auch zu besetzen, um dann auch die Mehrheiten zu organisieren. Und so soll das jetzt auch die nächsten 2,5 Wochen zum Ausdruck kommen. Die Wahlvorschläge werden offiziell am 4. Dezember bestätigt. Schon jetzt aber können sich die rund 31.700 Wahlberechtigten in Pirna auf einen Dreikampf einstellen. Tim Lochner tritt für die AfD an, Ralf Thiele für die Freien Wähler und Katrin Dollinger-Knuth für das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen mit der Unterstützung des Einzelkandidaten André Liebscher.